Ja, dann darf ich alle recht herzlich begrüßen, liebe Zuschauer und liebe Zuschauerinnen aus unserem Trading Floor in Frankfurt. Und ich hoffe, ihr seid soweit gut in den Handelstag gestartet. Wie gewohnt die wichtige Info zu unserem börsentäglichen Livestream, wo wir nochmal ausführlich und detailliert unter heavytraders.live für euch alles nochmal ausführlicher besprechen. Die Anmeldung ist nach wie vor kostenfrei. Es geht also um das große Update in puncto DAX, Gold, Euro, Dollar und vor allem aber auch die ersten 6 Aktien, die wir soweit aufgenommen haben. Ja, was gibt es heute soweit erstmal zu berichten? Lasst uns am besten mal die einzelnen Indizes bzw. Basiswerte soweit abgleichen. Wir haben den DAX, der heute relativ gut gestartet ist in den Handelstag, wieder erneut auf sein letztes Bewegungshoch um der Marke knapp bei 10.600 Punkte. Aktuell notieren wir um der Marke knapp bei 10.435. Also die 10,5 plus minus scheint im Moment so ein hartnäckiger Widerstand zu sein. Ob wir das dann allerdings nachhaltig nach den Feiertagen übertrumpfen können, mit Ziel eventuell auf die 11,6, das wäre nämlich eine ganz, ganz wichtige Marke, auf die wir nochmal im Börsen-Livestream um 14.15 Uhr nochmal näher darauf eingehen, weil das wird die alles entscheidende Marke sein für eine eventuelle V-Formation bzw. auch hier ein großer Abpraller Richtung das letzte Bewegungstief um 8.200 Punkte. Ansonsten Dow Jones relativ stark in dieser Woche. Wir befinden uns aktuell knapp bei 23.400, waren schon aber zwischenzeitlich auch in dieser Woche knapp bei 23.600 Punkte. Das entspricht plus minus null einer 50% Korrekturbewegung von dem letzten Bewegungshoch und dem letzten Bewegungstief. Damit nach Fibonacci möglicherweise auch hier erst einmal ein hartnäckiger Widerstand. S&P 500 bei knapp 2.700. Ansonsten Goldpreis entwickelt sich ebenfalls sehr, sehr gut mit einem guten Aufschlag von 1% auf aktuell 1.658. Und last but not least Euro gegenüber dem Dollar im Moment knapp bei 1.068 im Moment der aktuelle Kurs. So, jetzt erreichen uns natürlich sehr viele E-Mails und Nachrichten und vor allem aber auch hier bei uns in unseren Chats. Da geht es natürlich um die gesamte Marktsituation. Ist das jetzt eine technische Gegenbewegung? Ist es möglicherweise eine V-Formation? Natürlich sieht es im Moment relativ stark und bullig aus. Wir sind jetzt erstmal technisch an diesen Zielmarken, die wir besprochen haben, um 10.500 Punkte. Jetzt muss abgewartet werden, ob wir das eventuell nochmal rausnehmen oder ob möglicherweise auch hier erst einmal der Deckel drauf ist, um eventuell auch hier nochmal unter der Marke knapp bei 10.000 Punkte durchzulaufen. Unsere Limit-Buy-Order, die wir beim DAX gesetzt haben und vor allem auch beim Dow Jones, haben uns um wenige Punkte verfehlt, um zumindest diese technische Gegenbewegung mithandeln zu können, was aber nicht so schlimm ist. Dafür haben wir auch einige Aktien soweit aufgenommen, die sich aktuell entsprechend auch relativ gut soweit entwickeln. Ja, kommen wir auf der News-Seite. Die gesamten Corona-Fälle, die wir weltweit haben, aktuell 1,5. Da ist auch die Steigerung nicht mehr so extrem und so stark, wie es jetzt noch in den letzten Tagen war. Wir haben weiterhin in den USA knapp 430.000 Lungenerkrankungen. Auch da sehen wir eine Tendenz der Stagnation, wenn man so möchte. Spanien mit knapp 148.000 und vor allem bei uns hier in Deutschland, das ist auch ebenfalls sehr positiv mit zu erwähnen, roundabout knapp bei 113.000 Lungenerkrankungen. Hält sich also zumindest hier bei uns in Deutschland relativ stabil soweit. Ja, gestern gab es da noch mal eine Meldung von Donald Trump, der natürlich auch die Lage in den USA inzwischen mit unter anderem unterstützt, dass man sagt, okay, man darf jetzt hier erstmal in puncto Wirtschaft nicht so vieles tun, dass wir einfach die Lungenerkrankung eingedämmt bekommen. Er rudert also etwas stärker zurück, auch wenn er sich da sehr, sehr schwer tut. Laut seiner Aussage, wenn es nach ihm ginge, sollte der große Knall sein, also Knall kommen, sodass die, ich sag mal, amerikanische Volkswirtschaft wieder da angekommen ist, wo wir noch vor wenigen Wochen waren. Das wird im Moment relativ schwierig. Er selbst sagt, es könnte also durchaus noch durch den Sommer anhalten und vor allem dann auch bis zu einer gewissen Normalität kommen und damit bleibt natürlich das Thema ganz klar Lungenerkrankung, Covid-19 nach wie vor ein weltweites Thema. Wir haben auch natürlich mit und damit in Deutschland ein paar wichtige Meldungen. Unser Gesundheitsminister Spahn hat auch ganz klar gesagt, dass da eine mögliche Lockerung eventuell nach der Osterzeit kommen könnte. Zumindest nicht im vollen Umfang, aber Step by Step. Peter Altmaier, unser Wirtschaftsminister, sagt ganz klar, wir müssen noch ein bisschen zurückrudern. Wir müssen uns weiterhin in Geduld üben. Da sollte man jetzt nicht die ersten Maßnahmen in die Wege einleiten. Das kann man erst nach den Osterferien soweit zumindest mal auswerten, inwiefern man dagegen vorgehen kann. Also auch hier
Beide Seiten sind natürlich möglich. Das heißt also auch hier, was die Lockerungen betrifft, seitens der Kontaktsperre und vor allem aber auch die einzelnen Betriebe, gegebenenfalls auch Unternehmen, soweit aufzulockern, dass es wieder aufgenommen wird, wird uns mit Sicherheit auch da nochmal nächste Woche weitere News kommen, die wir auf jeden Fall mit behandeln werden und vor allem dann auch in die Märkte mit einbinden müssen. Ja, ansonsten, klar, gibt es natürlich weitere Meldungen seitens der Touristikbranche. Hier sagt man ganz klar, man sollte überlegen oder zumindest mal die Gedanken mit ins Leben aufrufen, dass man eventuell diese Sommerferien verschieben könnte, damit letzten Endes auch hier die Tourismusbranche, Reisebranche wieder aufleben kann. Aber dann stellt man sich natürlich ganz klar die Frage, wie soll das funktionieren? Die Airlines liegen ja im Moment brach. Natürlich wissen wir nicht, wie es dann im Monat August möglicherweise oder September dann die Sommerferien aussehen sollten. Das Risiko war ja in meinen Augen einfach viel zu hoch, weil die Buchungen müssen ja vorgenommen werden, die Hotels müssen ja ebenfalls auch soweit informiert werden und so weiter und so weiter. Und hier sagt man aber auch ganz klar, dieses Risiko sollte man nach Bedarf vollkommen vermeiden, den Sommerurlaub auch streichen, damit auch hier zumindest das Risiko weiterhin eingedämmt werden kann und auch die Lungenerkrankung Covid-19 nicht da weiterhin entfachen kann. Also so viele Meldungen, die wir jetzt im Moment haben. Wir werden alles nochmal ausführlich miteinander besprechen. Ganz wichtig, 14.15 Uhr unter heavytraders.live. Die Registrierung ist kostenfrei. Es lohnt sich auf jeden Fall nach wie vor mit dabei zu sein. Wir werden eventuell beim DAX und vor allem beim Dow Jones die Limit Order etwas ändern, dass wir in den Markt reinkommen. Aber es ist auch nicht ausgeschlossen, dass wir eventuell einen DAX Put und vor allem aber auch einen Dow Jones Put reinnehmen für diese Konsolidierung nochmal eventuell als zweites Standbein. Wie wir das genau handhaben werden, ja, das werden wir auf jeden Fall alles nochmal um 14 Uhr unter heavytrader.live besprechen. Schaltet auf jeden Fall rein, es lohnt sich und wir zählen auf euch. Bis dann.